Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Projekt NCIS oder Navy CIS im Deutschen. Ein Spiel zur TV-Serie, was ich das erste Mal let's playen werde, da ich sonst noch kein anderes Spiel habe zur Serie. Navy CIS, was kann ich dazu sagen? Eine meiner Lieblingsserien, die ich gerne und oft, sehr oft sogar schaue, sehr aktuell auch bin. Und ja, die 9. Staffel ist ja in Deutschland jetzt schon zu Ende. Bisschen traurig, aber gut, jetzt heißt es ein halbes Jahr und ein bisschen länger warten, bis die 10. Staffel anfängt. Naja, gut. Wenigstens gibt es noch eine 10. Staffel davon. Gut, dazu komme ich später zurück, sondern ich werde jetzt, ihr seht, hier habe ich schon mal angefangen zu zocken. Das ignorieren wir. Ich tue mal Episode auswählen und eine neue Episode, neues Spiel anfangen. Mache ich doch gerne. Es lädt schon. Jetzt hätte ich die Klappe. Geek, you send Siva the flowers. Jealous? Jealous? Me? No, of course not. You sure? Because you sound jealous. I'm just surprised someone would send Siva flowers. That's all. Why are you surprised? Yeah, what girl doesn't like getting flowers? Girls, yes, but we're talking about Siva. Grab your gear. Where are we going, boss? Atlantic City. Nice flowers. Special Agent Gibbs. I'm Sergeant Gates, Atlantic City Police Department. You guys here to assist us? Other way around. Here you got a dead Marine reservist. That's NCIS jurisdiction. Works for me. This is Atlantic City. I got enough on my plate already. Happy to take second seat on this. Just make sure my office gets copies of all your findings. Done. What do you got? A robbery, and a big one. We got a dozen Florida retirees up for a week-long vacation. They were on the casino floor when it happened. None of them saw anything. All of them report hearing a blast and seeing everyone in the casino run for the front doors. No eyewitnesses to the actual robbery. Inside there, we have a huge mess. You might just want to go see for yourself. Let's go. Well, hello there, Dirty Harry. Is that a 44 Magnum? Good eye. It was a gift from my father when I made sergeant. He was on the force as well. Never know when you're gonna need to blow a hole in an engine block, huh? Denozo. On your six, boss. We got two dead guards. One was a Marine in the reserves. Denozo, pictures. Don't forget the footprints. See if Ducky or Siva need help. On it, boss. So, abgesehen von vielen Cutscenes, sehen wir uns jetzt hier gerade wieder und jetzt können wir endlich auch anfangen zu spielen. Aber als erstes, wie kam ich eigentlich dazu, NCIS oder Navy CIS zu let's playen? Gute Frage, nächste Frage. Ich war halt am letzten Wochenende mit meinem Vater so im Mediamarkt gewesen und da sah ich auf einmal das Spiel und ich dachte, das muss ich haben. Und ja, jetzt habe ich es mir geholt und habe es dann angetestet und angezockt und es gefiel mir.
ich bin noch nicht weit, also ich denke jetzt, ich weiß jetzt alles vom gesamten Spiel, aber ja, halt, das wird dann eigentlich blind für mich, außer jetzt hier am Anfang, das bisschen, das ist jetzt, naja, nichts Neues für mich. Wie ging das? Also rein zum... Ne, da fängt schon an. Ich weiß schon nicht mehr, wie was ging. Kugeln wurden aus einer 357er Pistole abgefeuert. Eine forensische Analyse wird benötigt. Machen wir doch gerne. Okay. Wir können hier mit der Links-Klick-Taste, weil ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht, weil ich habe jetzt hier sowas, naja, kein direktes Standmikrofon, aber jetzt sowas ähnliches. Ich hoffe auch, ihr könnt mich gut hören. Ich hoffe auch, die Qualität ist in Ordnung. Dass ich das auch anbieten kann. Also, ich hoffe es einfach mal. Zwei verschiedene Fußspuren im Staub, der von der Explosion verursacht wurde. Beide starten bei dem Loch in der Wand. Eine forensische Analyse wird benötigt. Nummer 1, mach weiter so. Mach weiter so. Kannst du gerne machen. Ja, hier hat es eine Kugel. Ja, manche Dinge schafft man ja halt hier allein nicht und man muss da auch gerne helfen und das machen. Hier war es jetzt eben meine Mission gewesen, linke Maustaste gedrückt zu halten und dann nach rechts zu ziehen. Und jetzt haben wir dafür die Kugel. Beachten wir mal Gips. Ja, das Gips, das Tony, das bei MC war. Ihr habt ja das Intro eben gesehen gehabt, wenn ihr es nicht übersprungen habt, damit ihr meine sexy Stimme hören könnt. ich würde eben schon was anderes sagen, aber ich lasse es. Kamera... Nee. Die Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Kugeln wurden aus einer... Ach so, den Text kennen wir schon. Also wenn sich Texte wiederholen, werde ich sie nicht vorlesen. Aber wenn, ja, extravagante neue Texte kommen, werde ich sie gerne vorlesen. Soweit ich der deutschen Sprache mächtig bin und lesen kann. Ach so, gut, man soll sich auch dabei nicht so viel Zeit lassen, weil der Stuhl denn von ganz allein nach links wieder rutscht, das sehr realistisch ist in meinen Augen. Das fiel mir jetzt eben das auf, aber gut. Perfekt. Jetzt kann man von hier oben schön Kamera und Foto machen und... Ja, Kugeln wurden wie immer aus einer Waffe abgefeuert. Ist ja nichts Neues. Eine Geldzählmaschine, die will ich haben. Hier gibt's nichts weiter zu holen. Ich sehe jetzt hier auch keine wirklichen Schüsse, außer jetzt hier wieder. Guter Fang. Ja, das Spiel ist in Deutsch nicht wirklich synchronisiert, außer jetzt die Untertitel, das war's. Aber die Stimmen, die hätten sie gerne, naja, auch synchronisieren dürfen, hätten können. Ich weiß ja nicht, ob es die Originalstimmen sind. Also eher aus dem Englischen, aber ich habe ja schon eine Folge in Englisch angeschaut und gleich klingen tun sie nicht unbedingt. Aber okay, Kugeln wurden aus einer 9mm Waffe abgefeuert. Wahrscheinlich eine oder automatische oder halbautomatische. Eine, ja, automatische Waffe. Eine voran. Ja, die Analyse wird benötigt. Hier ist Siva, die klotzt ja so schön in die Gegend und hier ist ein Stuhlbein. Der Stuhl ist kaputt. Weiß nicht, okay, sie klotzt nicht nur, sie dreht sich auch um. Ja, das ist meine Sache. Du hast nichts zu sagen. Ich bin jetzt hier der Fotografentyp. Ich mache nur Fotos. Aber gut, ich werde jetzt hier erstmal die Waffe fotografieren. Davon solltest du vielleicht ein Foto machen. Ich meine, man könnte sie auch einpacken, aber ein Foto sagt ja immer mehr als 1000 Worte. Und als der Beweis. Eine 357er Pistole, die neben einer toten Wache gefunden wurde. Im Magazin fehlen 3 Kugeln. Eine Analyse wird benötigt. Forensische werde ich nicht nochmal erwähnen, weil das irgendwie so ein blödes Wort ist, weil ich nicht unbedingt so wirklich, sagen wir es mal, beherrsche. Weil es ist halt Englisch. Kugeln wurden aus... Ach ja, gut, das kennen wir schon.
Gibbs will want photos of the victims. Ja, vom Opfer sollte man immer Fotos machen. Wie das immer klingt vom von Opfer. So, Melvin Fowley, verstorben. Er hat eine Einschusswunde in der Brust. Eine Datenbanksuche wird benötigt, um Hintergrunddetails in Erfahrung zu bringen. Gut, Ducky. Ah, ja. Hier liegt ja noch eine Leiche, die darf ich auch noch fotografieren. Bitte lächeln. Hat das schön gemacht. Dustin Johnson, verstorben. Er hat Einschusswunden im Kopf und Brust. Eine Datenbanksuche wird benötigt, um Hintergrunddetails in Erfahrung zu bringen. Ja, armer Dustin. Jetzt gehe ich ganz natürlich zu Ducky, beziehungsweise er quatscht uns an. Now, if you would be so kind as to help me move this body, I would be most grateful. Und ich würde sagen, jedes Mal, wenn jetzt eine Katze kommt, werde ich mal mein Dingsbums-Mikrofon ausschalten. Ja, hier, ich muss ja auch Interaktionen begeben, um Leute Leichen hochzuheben, runterzuheben. Eigentlich müsste ja der Dr. Palmer aus der Originalserie da gerne helfen. Aber er macht's ja nicht. Nein, der ist ja gar nicht mal anwesend. Der wurde ja komplett aus dem Spiel ausgelassen, weil er nur in die Nebenrolle ist. Aber, ups, ja, es war, na gut, es ist keine wirkliche Cutscene gewesen. Ja, aber ab der 10. Staffel ist der Dr. Palmer auch eine, Hauptrolle. Eine aktive Hauptrolle. Sie erreicht, haben wir gerne gemacht. Mach einfach ein Foto und laber nicht mit dir selbst, von wegen, du solltest ein Foto machen, du bist kein Let's Player. Ey, ich sollte ein Foto machen. Auf dem Staub des Lichtschalters finden sich zwei Abdrücke. Eine Analyse wird benötigt. Why do you think that? There are clear prints in the dust on both sides of the switch. Blablablub. Habe ich jetzt eigentlich alles fotografiert und gemacht, weil ich meine... Ach, hier sind auch noch Fußspuren. I should take a photo of this. Ja, ist gut, ich mache ja gerne Fotos davon. Ich mag ja Füße. Fußabdrücke, ach gut. Nee, Moment. Fußabdrücke aus dem Staub, den die Explosion hinterließ. Das Profil lässt auf schwere Stiefel schließen. Eine Analyse wird benötigt. In order to triangulate the positions of the shooters, we need to install laser emitters in each of the bullet holes. One hole, one laser. Think you can handle that? With my eyes closed. Give me the emitters. So, jetzt habe ich eben mal einmal dran gedacht, wenn eine Cutscene ist, mal ein Maul zu halten, beziehungsweise, Dingsbums da, ja. Na, Mikrofon ausmachen, aber ich müsste auch immer dran denken, es wieder anzumachen, weil wäre echt fail, wenn nicht. Das stimmt, Ziva braucht unsere Hilfe, weil sie ja nicht helfen möchte, uns da die Emitter reinzustecken, weil, ja, typische Frau, sie ist faul. Nein, ich habe nichts gegen Frauen, oder dass sie faul sind oder ähnliches, sie machen eigentlich ab und zu auch, klingt männerfeindlich, auch mehr als wir Männer. Ab und zu, no. Aber wenn man das hier sieht, dass sie da ganz gemütlich da in der Ecke steht und sich so immer so ganz leicht dreht und nichts tut und wir hier eigentlich die ganzen Emitter einschalten, da eigentlich müsste ich sagen, dass sie was machen soll. Ich meine hier vorne, das hätte sie ja schon längst machen können, aber nein, sie denkt nicht dran. Sie ist faul. Das Einzige, was sie reingesteckt hat, war das. Na gut, typisch Ziva. Die israelische Frau. Aber an alle, die NCIS gucken oder NCIS, wie ihr das gerne seht, und so, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie gut findet, ob ihr sie gerne schaut und etc., beziehungsweise die letzte Folge oder die letzten paar Folgen der 9. Staffel gesehen hat, wie ihr denkt, wie das ausgeht, aber jetzt auch wirklich denken und raten, wie es ausgeht und nicht schreiben, ja, also nicht zum Beispiel, ist das eigentlich eine Cutscene?
Both of them were very good shots. This guard, however, couldn't hit the broadside of a barn. Our dead Marine didn't fire a shot. Dollars to donuts, Abby confirms it. Why do your idioms always involve food? Because I'm usually hungry. Do I have to teach you everything? No, not everything. Na gut, Ducky steht da ganz gemütlich. Die Geschossbahn von 305. Welche Waffe wurde benutzt? Ja, gut. Was ich aber jetzt noch ansagen wollte, das lese ich gleich vor. Ich war ja gerade mitten im Gespräch.